Hallo Kackbratzen. Clemens und Thomas hacken lieber. Sie setzen all ihre Mühe daran, über ihren Heimcomputer in fremde Datennetze zu gelangen. Außer ihrem Computer benötigen die beiden lediglich einen Telefonapparat und einen sogenannten Akustikkoppler, um sich von Berlin-Spandau aus ins weltweite Computernetz einzuklinken. Ja. Da ist er. Geil. Seid ihr bereit für eine Reise in die Welt des absoluten Rhythmus? Der Rhythmus, wo ich immer mit muss. Dann schnallt euch an, denn wir tauchen heute in die wunderbare Welt von Parappa the Rapper für die legendäre PlayStation 1 ein. Dieses Spiel ist ein wahres Juwel, das nicht nur eure Finger auf den Tasten zum Rauchen bringen, sondern auch eure Fähigkeiten als Rapper auf die Probe stellen wird. Ziehen wir uns also unsere Pudelmütze auf und schauen mal nach, was dieses Spiel eigentlich so besonders macht. Wenn man sich das Cover so anschaut, dann könnte man meinen, dass dies vielleicht irgendein seltsames Spiel für die Kleineren unter uns sein könnte. Lasst euch aber nicht von den simplen Scherenschnittgrafiken täuschen, denn hinter der kindlichen Ästhetik verbirgt sich eine Welt voller Charme, Originalität und einem Schwierigkeitsgrad, der sich gewaschen hat. Die Charaktere, angeführt vom liebenswerten Hauptprotagonisten Parappa, sind so einfallsreich gestaltet, dass sie selbst den kreativsten Cartoon-Figuren Konkurrenz machen könnten. There's no need to fear. Because Joe Chin is here. Von den ikonischen Köpfen der Lehrer bis hin zu den skurrilen Hintergründen. Jedes Level und auch noch jede noch so kleine Ecke dieses Spiels ist mit Liebe und einem Sack voll Details gefüllt. Now kick. Kick. Punch. Punch. Parappa the Rapper wurde von dem japanischen Videospielentwickler Masaya Matsuura in Zusammenarbeit mit dem Spielentwicklungsstudio Nana on Sha entwickelt. Matsuura gilt als Schöpfer und Regisseur des Spiels, während Nana on Sha für die Programmierung und Umsetzung verantwortlich war. You gotta do what? I gotta believe. Das Spiel wurde erstmals im Jahr 1996 für die PlayStation veröffentlicht und erlangte schnell Kultstatus aufgrund seiner innovativen Rhythmus-Spielmechaniken, seines einprägsamen Soundtracks und seines einzigartigen grafischen Stils. It's a great day today. So what do you guys wanna do? Die Story mag vielleicht etwas seltsam klingen, denn sie folgt einem jungen Hund namens Parappa, der sich unsterblich in eine Sonnenblume namens Sunny Funny verliebt hat. Um nun voll und ganz das Herz seiner Angebeteten zu gewinnen, stürzt er sich in seinen härtesten Kampf seines Lebens, indem er von den Großmeistern des Rap lernen muss, wie man auch noch so jede schwierige Lebenslage dank der Rap-Musik wegzaubern kann. Genug zur Geschichte. Kommen wir nun zum Herzstück von Parappa the Rapper, dem Gameplay. Alright, we're here, just sitting in the car. I want you to show me if you can get far. In diesem Spiel geht es nicht nur darum, die richtigen Tasten zu drücken, sondern auch um den Rhythmus und das Timing. Als Spieler schlüpfst du in die Pfoten von Parappa und musst die Lyrics wiederholen, die von den verschiedenen Charakteren vorgegeben werden. Klingt einfach? Nun, es gibt einen Haken. Man muss im Takt bleiben. Das bedeutet, dass man die richtigen Tasten im richtigen Moment drücken muss, um den Rhythmus aufrechtzuerhalten und den Song erfolgreich zu performen. Now turn to the right, step on your pad. Now turn right, check and turn the signals to the left. Check and turn the signals to the left. Klingt herausfordernd? Ja, heilige Motorsäge des heiligen Sankt Esch. Das ist es auch. Zum Glück darf man sich auf eine bezaubernde Belohnung nach einem erfolgreichen Auftritt freuen. Wer meint, dass Rhythmusspiele nichts für Hardcore-Gamer sind und man das Genre mehr als Hauptfach in einer Waldorfschule erwarten würde, hat die Rechnung nicht mit Parappa the Rapper gemacht. Dieses Spiel kann euch an den Rand des Wahnsinns treiben. All you ever need is to be nice and friendly. All you ever need is to be nice and friendly. Die anspruchsvollen Rhythmusherausforderungen, kombiniert mit dem Druck, die Lyrics perfekt im Takt zu wiederholen, können selbst den erfahrensten Gamer zur Verzweiflung bringen. In einem jeden Level wird euch ein Lehrer eine kleine Zeile vorrappen, die man mehr oder weniger gleich nachsingen muss, wobei man stets auf den Rhythmus achten sollte. Am oberen Rand des Bildschirms gibt es kleine Indikatoren, die euch darauf hinweisen, welche Taste zum richtigen Zeitpunkt gedrückt werden muss. Und wer nicht genau hinhört, wird vermutlich sehr schnell das Handtuch werfen. Das Timing kann brutal sein. Und wenn ihr rhythmisch so talentiert seid wie ein Stein oder gerade mal euren Namen ohne Rechtschreibfehler tanzen könnt, dann habt ihr definitiv ein Problem. Das Spiel erkennt absolut kein Erbarmen und für jemanden, der vielleicht gerne in dieses Genre reinschnuppern möchte, erhält eine mächtige Backpfeife. Dabei gibt es zwei Schwierigkeitsstufen, normal und leicht. Aber selbst diejenigen von uns, die Guitar Hero auf Expert durchspielen können, werden mit einigen späteren Songs so ihre Schwierigkeiten haben. What you gonna do when they come? I gotta believe.
Aber genau das ist es, was Parappa so faszinierend macht. Die Herausforderung, die Belohnung und der unermüdliche Wunsch, immer besser zu werden. Man könnte jetzt auch behaupten, dass das Spiel damals auf der PS1 um einiges besser war, da man mit einem kabelgebundenen Controller spielte. Da es durch die Bluetooth-Verbindung ein kleineres Input-Lag gibt, könnte dies unter Umständen auch der Grund sein, warum es so verdammt schwierig ist, eine absolut fehlerfreie Performance hinzulegen. Und damit meine ich mehr oder weniger das Remaster des Spiels, das optisch zwar butterweich auf die Netzhaut gespült wird, aber unter der Haube doch etwas kränkelt. Die farbenfrohen Charaktere, bizarren Szenarien und die Ästhetik der Scherenschnitte wirken besser als wie nie zuvor. Allerdings wünschte ich, dass ich das Gleiche auch für die Zwischensequenzen sagen könnte. Parappa, where are you going with my car? You've only had that license 10 minutes! Aber es ist eben die kaputte Gameplay-Mechanik, die das Remaster quasi unbezwingbar machen, und das hat das gute alte Parappa einfach nicht verdient. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auf der PS1 das absolut perfekteste Spiel war. Das war es mit absoluter Sicherheit nicht. Aber wir hatten ja damals auch kaum Alternativen. Parappa strahlte so viel Charme aus, dass man kleine Frustrationen im Spiel leicht übersehen konnte. Heute gibt es unzählige Konkurrenten, die dieses ganze rhythmische Klatschen beinahe auf Rentnerniveau herunterbrechen. Aber es funktioniert zumindest einwandfrei und quasi ohne Verzögerung. Aber lassen wir mal das Parappa Remake Remake sein und blicken wieder auf das Original. Der beste Teil des Spiels, abgesehen vielleicht von den kitschigen, aber großartigen Zwischensequenzen, ist die Möglichkeit, zusätzliche Punkte zu erzielen, indem man seine Reime ein wenig auffrischt. Man kann mit einem Tastendruck auch rappen, wenn es das Timing eigentlich nicht vorsieht. Hier kann man in einem Art Freestyle-Modus seine eigenen Reime einbauen. Wait, fix the door, you know? I gotta go, so yes, open up, you know. Man kann nicht direkt eine eigene Strophe erstellen, aber wenigstens kann man kleine Phrasen und Wörter wiederholen, um sie im Lied hervorzuheben. Es gibt zwar Songs, die schon bis Oberkante Unterlippe voll mit Reimen sind und man so für eine Eigeninterpretation kaum Platz hat, aber schon, dass man diese Möglichkeit hat, ist schon relativ großartig. Aber was wäre ein Musikspiel ohne einen mitreißenden Soundtrack? Did you check the toilets on the left? Did you check the toilets on the left? Did you check the toilets on the right? Zum Glück enttäuscht Parappa the Rapper in dieser Hinsicht überhaupt nicht. Jeder Song im Spiel ist ein Ohrwurm par excellence, von den funky Beats von Chop Chop Master Onions bis hin zu den eingängigen Melodien von Cheap Cheap Chicken's Rap. Egal, ob ihr ein Fan von Hip-Hop, Funk oder einfach nur guter Musik seid. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dick. Der Soundtrack dieses Spiels wird euch mit Sicherheit zum Mitsingen und Tanzen bringen. Vor allem dann, wenn man sich in der Rolle des Zuschauers befindet. I mean, I'm full of gas and not the car. No, the car needs gas, but anyway, we have to find a gas station right now. Ein weiterer Grund, warum Parappa the Rapper so unvergesslich ist, ist der absurde und urkomische Humor des Spiels. Von den skurrilen Charakteren bis hin zu den absurden Situationen ist jede Minute dieses Spiels ein Fest für die Lachmuskeln. Ob man über die Liebesbriefe eines Frosches lacht oder über die philosophischen Weisheiten eines Zwiebellehrers schmunzelt. Der Humor von Parappa wird euch mit Sicherheit zum Lachen bringen. I could take Sunny anywhere. How can I do that? Parappa the Rapper mag zwar bereits über 2 Jahrzehnte alt sein, aber seine Wirkung auf die Gaming-Welt ist nach wie vor spürbar. Von seinen innovativen Rhythmus-Spielmechaniken bis hin zu seinem unverwechselbaren Stil hat Parappa die Tür für eine ganze Generation von Musikspielen geöffnet. Sein Erbe lebt weiter in Spielen wie Guitar Hero, Dance Dance Revolution und sogar in modernen Rhythmusspielen wie Beat Saber. Parappa mag alt sein, aber er ist sicherlich nicht vergessen. Und das ist das größte Kompliment, das man einem Spiel machen kann. Parappa the Rapper ist nicht nur ein Spiel, es ist eine zeitlose Erinnerung an die goldene Ära der PlayStation 1. Mit seinem einzigartigen Gameplay, seinem mitreißenden Soundtrack und seinem unvergleichlichen Humor ist dieses Spiel ein absolutes Muss für jeden, der nach einem unvergesslichen Spielerlebnis sucht. Denn dieses Spiel ist nicht nur ein Meisterwerk aus einer besseren Zeit, sondern auch ein zeitloses Juwel, das auch nach über 2 Jahrzehnten noch genauso faszinierend und unterhaltsam ist wie am ersten Tag. Das Remaster allerdings sollte man besser nicht in die Hand nehmen. Es ist ein komplett kaputtes Spiel, das sein Erbe mit Füßen tritt. Also schnappt euch euren Controller, übt eure Rap-Skills und taucht ein in die wunderbare Welt von Parappa the Rapper. Ihr werdet es nicht bereuen. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.